erzählt wird eine Geschichte aus vorchristlicher Zeit in China, basierend auf historischen Ereignissen. Ein machthungriger Offizier löscht, um einen Rivalen zu beseitigen, eine ganze Familie aus. Lediglich ein Spross überlebt das Massaker, wächst zunächst als Waisenkind heran, um später jedoch Rache zu nehmen. In China selbst wurden diese Geschehnisse unter dem Titel »Das Waisenkind von Cao« dramatisiert. Im 18. Jahrhundert jedoch fand der Stoff auch den Weg nach Europa und wurde hier in mehrere Sprachen übertragen, unter anderem von so prominenten Autoren wie Metastasio und Voltaire. Diesen Aspekt greift auch der chinesischstämmige Komponist Jeffrey Ching für seine Oper auf. Ihre Handlung folgt zwar dem chinesischen Theaterstück, der Text aber zeigt eine Mischung aus verschiedenen literarischen Quellen und daher jede Gesangsrolle in einer anderen Sprache notiert worden ist. Auch in musikalischer Hinsicht findet diese fernöstlich-europäische Verknüpfung ihre Fortsetzung. Typisch chinesischen Klängen werden melodische Elemente zur Seite gestellt, die an Henry Purcell, Jean-Philippe Rameau, Antonio Vivaldi und an Carl-Philipp Emanuel Bach erinnern. Komponisten jener Zeit, als chinesische Ideen in Europa eine verstärkte Verbreitung fanden. Es gibt in vielen Palästen Europas sogenannte Kunstkammern oder Kunstkabinette, in denen die einstigen Herrscher alle möglichen Dinge vereint haben, die jedoch nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben müssen, außer dass sie in einem einzigen Raum stehen, sozusagen dem Geschmack des Sammlers folgend. Und irgendwie ist meine Oper auch eine Art Kunstkammer geworden, in der nun musikalische Objekte aus verschiedenen Zeiten und Zentren zusammengefügt worden sind, um eine einzige Story zu erzählen. And they are all brought together to tell one story. Der mittlerweile in Berlin lebende Komponist Jeffrey Ching ist schon viele Wege gegangen. Geboren und aufgewachsen in Manila, erhielt er zunächst seine Ausbildung an einer Jesuitenschule und studierte später an der Harvard University und in Cambridge. Und deshalb spielt das Miteinander unterschiedlicher Musikkulturen in seinen Werken stets eine wesentliche Rolle.